Darf ich vorstellen, Chinosaurus crocodilurus, das seltenste Reptil der Welt. Ihr kennt sie sicherlich schon aus meinen Instagram-Stories und jetzt gibt es Neuigkeiten, denn die Kleinen haben Nachwuchs bekommen. Aufgefallen ist mir das Ganze vor ungefähr 6 Monaten, als ich zum ersten Mal einen Schall bei einem meiner Weibchen gemacht habe und gemerkt habe, dass es trächtig ist. Immer wieder gab es Updates von mir und ich war mittlerweile schon echt besorgt, dass irgendwas nicht passt. Plötzlich habe ich dann diese Struktur im Wasser gefunden. Es sind Eier, was eigentlich keinen Sinn macht, denn die Tiere sind ovovivipar, also lebendgebärend. Diese Eier waren also nie befruchtet. Und die befruchteten Eier haben sich noch im Mutterleib zu fertig entwickelten Krokodilschwanzechsen entwickelt. Die Kleinen sind wohlauf und müssen jetzt anfangen zu fressen. Und das war die Geschichte, wie das seltenste Reptil der Welt bei mir auf die Welt gekommen ist. Oder geschlüpft? Wie sagt man jetzt?